Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Mein Name ist Emma Stapel, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Man mag es kaum glauben, laut aktuellen Umfragen sind die Beliebtheitswerte von Bundeskanzlerin Angela Merkel in den letzten Wochen wieder gestiegen. Das sieht man natürlich ganz anders hier beim Pegida-Geburtstag auf dem Dresdner Theaterplatz, von wo ich mich melde. Immer wieder tönt hier die Parole, Merkel muss weg über den Platz. Doch was ist, wenn Merkel wirklich weg wäre? Sind damit alle Probleme gelöst? Diese und andere Fragen haben wir den Anhängern von Pegida und Passanten hier in Dresden gestellt. Sehen Sie im Folgenden, welche Antworten wir bekommen haben. Ziviler Ungehorsam in Dresden. Seit 2 Jahren verbreitet sich von hier aus die Losung, Merkel muss weg, wie ein Lauffeuer durch die Republik. Die islam- und zuwanderungskritische Pegida-Bewegung hat Widerstand massentauglich gemacht. DSTV hat sich wieder einmal unter die Teilnehmer gemischt und nachgefragt, ob man den angeblich gestiegenen Beliebtheitswerten für die Kanzlerin traut und wie es denn weitergehen soll, wenn Merkel tatsächlich weg wäre. Was halten Sie von Angela Merkel? Ich sage mal, vor 2 Jahren, 32 Jahren, haben wir gesagt, das ist unsere Kanzlerin. Nach der Flüchtlingspolitik, die sie geführt hat, was ganz schlimm war, vor allen Dingen das unkontrollierte Einreisen Asylanten. Wir sind für Flüchtlinge, die in Not sind. Aber das, was sie dort gemacht hat, das war unverantwortlich dem deutschen Volk gegenüber. Was halten Sie von Frau Angela Merkel? Leider nicht mehr sehr viel. Und ich denke schon, dass die Sache richtig ist, wenn gesagt wird, sie muss weg. Aber ich frage mich, wer und was kommt dann auch? Und wird es besser? Was halten Sie von Angela Merkel? Gar nichts. Also, sagen wir mal so, ist ganz einfach. Sie übertritt permanent ihre Kompetenzen. Sie haben, also gerade diese ungebremste Zuwanderung, dafür gibt es keine Legitimation. Es ist niemand gefragt worden, es hat keine Wahlen gegeben, so vorher oder nachher. Und deshalb, sag ich mal, das geht mit der Euro-Rettung weiter. Das geht mit dem Hochschaukeln des Kalten Krieges gegen Russland geht das ebenfalls weiter. Und, also ich halte von der Frau überhaupt nicht. Was halten Sie von Angela Merkel? Eine Frau Merkel hat für das Volk, für ihr eigenes Volk nichts übrig. Sie hat nur etwas für die Wirtschaft übrig. Und ich denke, sie ist zu viel Amerikanerin. Sie hat, wie gesagt, für uns überhaupt nichts übrig. Wenn sie für das Volk etwas übrig hätte, dann würde sie anders reagieren. Dann würde sie für das Volk viel mehr tun. Man hört hier immer wieder den Satz, Angela Merkel muss weg. Was halten Sie von diesem Satz? Sehen Sie das genauso? Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Das ist eigentlich schon überfällig. Aber es hat ja das Volk nichts zu sagen. Vorwürfe werden natürlich vor allem wegen der Folgen der Politik der offenen Grenzen erhoben. So auch von dieser Bürgerin, die wir gefragt haben, warum sie Merkel lieber heute als morgen loswerden möchte. Weil sie unser Land kaputt macht. Die macht Deutschland kaputt. Sie lässt zu, dass Terroristen Gelder bekommen. Jeden Monat bekommen die ihre Gelder. Terroristen kriegen bei uns eine Wohnung. Hat man jetzt in Chemnitz gesehen. Der hat in Ruhe dort Bomben gebastelt. In einen Wohnblock, wenn man sich das vorstellt. Wenn die dort hochgegangen wären, wie viele Menschen wären dort kaputt gegangen? Auch andere machten deutlich, dass sie weiterhin an ihrer Forderung nach einem Rücktritt Merkels festhalten. Man hört ja immer wieder den Satz, Frau Merkel muss weg. Sehen Sie das genauso? Ja, nicht bloß Frau Merkel. Eigentlich ist unsere Regierung untragbar geworden. Und das ist, Frau Merkel ist nur ein Stück Baustein, eigentlich auch bloß ein Diener einer anderen Macht, die eigentlich uns beherrscht und uns völlig zerstören wird, wenn es so weitergeht. Es ist eine Frage der Zeit. Das beantwortet ja indirekt schon die Frage, warum Frau Merkel weg muss. Ich frage trotzdem nochmal, warum muss Frau Merkel weg? Weil sie einen Verfassungsbruch begangen hat, der so unglaublich ist, dass niemand, alle stehen schreckstarr da. Keiner macht was, weil niemand das fassen kann, dass sie es mit der Selbstverständlichkeit macht. Die Dame ist eine FDJ-Sekretärin, eine ehemalige, mit einer sehr dunklen Vergangenheit. Und das ist jemand, der einfach nie in den Staatsdienst gehört. Ich würde Sie noch mal ganz kurz fragen, sehen Sie das genauso, dass Frau Merkel weg muss? Ja, auf jeden Fall. Denn sie hat uns über viele, viele Monate hinweg in dem Gewissen gelassen, dass es so weitergeht mit der Einwanderung von vielen Fremden, die sich teilweise zu Hunderten davon gemacht haben, ohne Papiere, ohne irgendwelche Aufenthaltserlaubnisse. Und das Gefühl ist in Menschen groß geworden, dass es so weitergeht. Und was eigentlich überhaupt der Plan der Frau Merkel ist. Denn ich denke fast, sie hat den Plan.
aber auf keinen Fall den guten. Und ich bin hier, genau wie diese Redner hier und so weiter, vollkommen, dass die Frau verschwinden muss. Die zwei Wahlperioden haben vollkommen gereicht. Aber also Sie sagen gerade, Frau Merkel soll verschwinden, aber was kommt nach Merkel? Haben Sie da auch eine Idee? Nein, habe ich das noch nicht. Ja. Die Ratlosigkeit dieses Bürgers ist kein Einzelfall. Auch andere Gesprächspartner konnten auf die Frage, was denn nach Merkel kommen soll, keine klare Antwort geben. Dankeschön. Ich frage Sie noch mal, was kommt nach Frau Merkel? Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich hoffe, was Besseres. Man hört hier immer wieder den Satz, Frau Merkel muss weg. Können Sie das nachvollziehen? Wenn ja, warum? Ja, ich kann es nachvollziehen, weil Sie das ganze deutsche Volk hier in Ruin treibt und die ganzen Flüchtlinge reingeholt hat, die wir nicht brauchen. Ja. Was kommt nach Frau Merkel? Was ist, wenn Frau Merkel weg ist? Was kommt danach? Einer, der es bestimmt besser machen kann. Gut. Oder eine. Immerhin gab es doch ein paar konkretere Vorstellungen. Gesetzt im Fall, Frau Merkel muss wirklich weg. Was kommt nach Frau Merkel? Das ist eine schwere Frage. Das ist eigentlich, also ich glaube, es wird wahrscheinlich so werden, es wird erstmal schlechter werden, als es besser wird. Also es ist zu befürchten, dass nach der nächsten Wahl es zu Rot-Rot-Grün kommt oder zu Schwarz-Grün. Das wäre natürlich auch eine Variante. Und das wird natürlich überhaupt keine Besserung geben, aber manchmal sagt man lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Frage, was kommt nach Frau Merkel? Ich hoffe, dass ein Umbruch, ein Umdenken in der Politik kommt. Es muss vieles getan werden, sehr vieles. Und da rede ich nicht nur von kriminellen Migranten zurückschicken etc. pp. Da gehört viel, viel mehr dazu. Man muss die Sache, für meine Begriffe, von unten aufrollen. Man soll im Kleinen anfangen. Jeder Bürgermeister sollte mehr Macht bekommen und nicht von oben diktiert bekommen, was er zu sagen, zu tun und zu machen hat. Selber entscheiden können. Menschen sollen wieder mehr Selbstentscheidungen bekommen, also mehr Macht in der Hand bekommen, selber ihre Dinge in der Hand zu nehmen. Das ist das, was völlig verloren gegangen ist, für meine Begriffe. Selbstverantwortung. Es bleibt festzuhalten, dass der Widerstandsgeist in Dresden ungebrochen ist und die Notwendigkeit einer politischen Wende deutlicher denn je zutage tritt. Eine solche Wende muss jedoch politisch gestaltet werden. Aus Pegida und ihren Erfolgen die richtigen Schlüsse zu ziehen, heißt, mit der NPD die einzige Partei in Deutschland zu unterstützen, die die Massenzuwanderung nicht besser verwalten oder bedarfsgerechter gestalten, sondern beenden will. Merkel muss weg. Und eine grundsätzliche politische Alternative muss her. Das waren unsere Eindrücke vom Pegida-Geburtstag auf dem Dresdner Theaterplatz. Ob es mit Merkels Beliebtheit wirklich so weit her ist, kann man durchaus in Zweifel ziehen, denke ich. Wenn Sie unsere Berichterstattung unterstützen wollen, holen Sie sich noch heute ein Abo der Deutschen Stimme oder lassen Sie uns eine Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung zukommen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ihre Emma Stapel.